Moinsen, ihr Füchse und Füchsinnen da draußen. Ich bin euer Blaufuchs und ich begrüße euch wieder recht herzlich zurück zu Fixit, dem Handwerker-Simulator. Wir sind aktuell auf dem Weg zum nächsten Job und ich habe mich offiziell und erfolgreich verfahren. Wunderbar, wir schieben es darauf, dass gerade Pause war. Nein, ich habe mich doch nicht verfahren. Alles gut, ich bin natürlich komplett auf dem richtigen Weg, da wo ich sein wollte. Ja, logisch. Und diesen Zipfel abfahren, man kennt das. Oh, noch ist die Farbe da. Dann haben wir es gleich. Wir sind gerade auf dem Weg zu dem bis jetzt größten Job, wo wir am meisten Kohle für bekommen. 5000 und noch was, um ein bisschen Farbe an der Wand zu klatschen. Ich bin sehr gespannt, wie das gleich aussehen wird. Deswegen halten wir mal jetzt hier an. Haken schön alles zu, wie sich das gehört. Na? Kann ich so parken? Geht das? Ja, das geht. Siehst du. Oh. Oh, oh. Außerdem... Ich bin außerdem... Hä? Was ist denn nun passiert? Okay, ich bin ausgestiegen, bin in dem Haus gelandet, bin aus dem Haus rausgegangen und stehe jetzt vor meinem Laden. Kann mir das jemand erklären? Ja, jetzt haben wir ein bisschen Fußmarsch vor uns, ne? Hab mir die Folge heute auch anders vorgestellt, aber nützt ja nichts. Leute, wie geht's euch? Wir gehen mal ein bisschen spazieren. Hm. Was war das denn jetzt? Also, I don't know. Ja, wir sind jetzt ein bisschen unterwegs. Wir sind jetzt ein bisschen unterwegs, ne? Dann gehen wir jetzt hier gleich oben lang. Dadurch, dass wir ja Fußgänger sind, können wir ein bisschen abkürzen, indem wir hier durch die passenden Straßen wandern und watscheln. Blumenriese. Ach, schau mal. Was passiert bei dir? Alles gut? Ja, ne? Läuft. Ich habe das Gefühl, die Leute sind alle ziemlich groß im Vergleich zu uns, oder? Man muss immer zu denen aufgucken. Also immer aufblicken. Ja, dann laufen wir jetzt, ne? Ist ja auch geil. Oh, gut. Es ist, wie es ist. Bam, bam, badam, badam, dam, da. Können wir uns immer noch ein bisschen umgucken? Was ist denn das für ein Gebäude? Okay, spannend. Naja, ist ja zum Glück nicht so weit. Hallo, moin. Ich laufe hier auch wie so eine normale Nase durch die Gegend. Man kennt's. Aber mit den schönen Pferdchen wieder vorbei, die gar nicht gruselig sind. Mega schön. Immer in der Kirche lang. Dünn das Ding, oder? Ah ja. Oh, ich bin ein kleiner Fußmarsch jetzt. Das ist ah nix so. Was willst du machen, wenn du da auf einmal dich durch die Gegend teleportierst, ne? Das passiert. Da musst du danach ein bisschen laufen, gell? Nützt nix. Oh. Aber ist gut für die Gesundheit, ne? Hier ist der Brunsdorfer Wohnpark. Okay. Aber immerhin ordentlich schön gestrichen. So richtig schön peppig. So, wir sind gleich da. Oh, ein Häschen. Guck mal da. Das ist sogar anfassbar. Rennt das weg? Ne. Aha. Ein Hase. Gut, jetzt müssen wir eben noch gerade um dieses Zäunchen drumherum gehen. Und dann haben wir es auch gleich. Moin. So, jetzt hier rum. Unser Auto noch da? Ich hoffe ja. Sieht so aus. Versperrt hier schön die Straße, wie sich das gehört. Wir machen uns mal wieder wichtig. So, ich hoffe, die Farbe ist auch noch da. Ja, ja, alles ist gut. Ja, Farbe ist noch da. Dann nehmen wir mal eine Wandfarbe mit rein. So. Farbrolle. Farbrolle mit Verlängerung.
Ich weiß jetzt nicht so genau, wie das geht und wo wir was malern müssen, aber wir werden das rausfinden. Hier? Überall? I don't know. Er malt ja auch gar nichts. Bin sehr verwirrt, Leute. Sehr verwirrt. Wo muss hier Farbe aufgetragen werden, wenn ich mal fragen darf? Hier? Müssen wir auch nicht die Farbe irgendwie erstmal auf den Boden stellen oder sowas und das da so eintunken und so? Ich habe keine Ahnung, Alter, das ist wieder geil. Also das Game ist sehr oft mal ein bisschen verwirrend. Ich glaube, ich hole mal einfach noch den zweiten, vielleicht da drinne, vielleicht ist das der Raum. Das sieht ja nichts, ne? Ich hole mal noch die zweite Farbeimerkiste rein. Oh. Dann schauen wir erstmal, was da passiert. Gib doch mal her das Ding. Warum fällst du immer runter? So, jetzt komm rein da. So. Absetzen. Und nu. Öffnen. Guck mal, jetzt passiert hier nämlich was. Und benutzen. Musst du nicht verstehen. Haha. Ja, geil. Aber wo ist mein anderer Eimerfarbe hin? Ach, egal. Komm. Okay, hier nicht. Oh Mann, Alter. Dieses Game macht mich fertig. Wo soll ich denn streichen, Leute? Sagt mir das doch einfach normal. Also hier nicht. Hier auch nicht. Hier auch nicht. Hier vielleicht. Hier auch nicht. Hier. Vielleicht mache ich es auch nicht lang genug. Decke. Was sollen wir denn überhaupt streichen? Türen? Ich weiß es doch nicht. Hier. Bestimmt hier. Okay, es passiert hier auch nichts. War ich hier schon drinne? Okay, man hat keine Ahnung, wo man streichen soll. Ich finde es richtig geil. Vielleicht im Keller irgendwo? Vielleicht im Keller? Ja, ich dachte, wird einfach, ne? Was ist F1? Hier. Es sollen Wände neu gestrichen werden. Ja, welche würde mir helfen? Das ist die Farbrolle für, mit Verlängerung nur für die Decke. Lass mal die normale Farbrolle nehmen. Vielleicht habe ich einfach das falsche Werkzeug genommen. Also hier passiert nichts. Vielleicht hier drin? Oh, ich hab's gefunden. Oh. Alles klar, ja wunderbar. So. Farbrolle mit Verlängerung. Geilo. Okay, das ist ja mal mega strange. Wie pixelig das vor allen Dingen auch aussieht, Alter. What the fuck? Aber ist schon ganz witzig gemacht, so, aber. Oioioi. Also ich find's, was mich wirklich hart stört, ist dieses, dass du keinen visuellen Indikator bekommst, wo du im Haus irgendwas machen musst. Das Game sagt dir einfach nur, ja, Junge, du musst hier Wände neu streichen, ne? Etzadla, leg mal los. Aber wo und wie und was, du, keine Ahnung. Musst du selber rausfinden. Lauf einfach mal alle Wände ab und fass sie an. Dann merkst du es schon, Bruder. Das ist sehr seltsam. Das kann man wirklich besser machen. Aus Flippers hat es ja gezeigt, wie man sowas besser machen kann. Ich glaub, die Farbrolle geht alle, kann das sein? Ja, langsam geht sie leer. Ah, komm, für eine Bahn reicht das noch. Komm schon, ich habe nämlich nur noch einen Eimer Farbe. Der andere ist verschwunden. Ich habe keinen Bock, noch einen zu kaufen. So, wir gehen nochmal eben kurz nach oben. Holen uns mal den Farbeimer ran. Jetzt, wo wir ja wissen, in welchem Raum das ist. Schließen, mitnehmen. Ich glaube, einer wird aber... Oh. Einer wird schon reichen. Der andere ist bestimmt auch noch irgendwo hier, oder? Ist mit teleportiert worden.
Boah, sieht aber schön aus. Und die Farbe hat was. Upala. Entschuldigung. So, öffnen, benutzen. Farbrolle mit Verlängerung und los geht's. So, weiter. Das wird, Leute, das wird. Guck mal, man muss einfach nur ganz entspannt da rangehen an die Sache. Dann geht es auch schon. Aber jetzt wundert mich das nicht, dass der Job so teuer ist. Das ist ja auch mega anstrengend. Der fürchterlich ist das ja. Aber ich glaube, wir kommen mit einem Farbeimer hin. Wenn wir das weiter so auszuzeln hier, bis nach Mappen, dann geht das schon mit einem Farbeimer. Ja, guck mal. Das Spiel ist da sehr nett zu uns. Sehr ergiebig die Farbe. Sehr ergiebig. Ah, komm, eine Reihe schaffen wir auch noch. Komm. Super ergiebig. Hier, guck mal, geht sogar noch eine. Was ist da los? Ah. Ja, ich glaube, jetzt fülle ich mal wieder nach. Komm. Der hätte einen Eimer wirklich getan. Oder beide Eimer zählen auf einmal zu einem zusammen oder so. Keine Ahnung. Man weiß es nicht so genau, ne? Ja, wunderbar. Wenn das mal nicht schön grün ist, weiß ich auch nicht. Guck mal, wie schön das aussieht hier. Warte, wir gehen ja mal so ran. So, dann machen wir mal den hier. Und dann haben wir auch den Eimer lasse ich da, ne? Gönnt euch, der gehört euch. Den habt ihr auch bezahlt. Das ist die Restfarbe, die könnt ihr behalten, ne? Bis dann, tschüss. So, Leute. Das war ja eine Katastrophe. Nichts wie weg hier. Das darf ja keinem erzählen, was hier passiert ist, ne? Wir fahren jetzt erstmal wieder nach Hause. Und dann nehmen wir noch einen schnellen Job an, denn es ist erstmal die letzte Folge für diese Woche. Wir haben noch 7 Minuten. Das reicht auf jeden Fall noch, um irgendwie eine Lampe oder sowas anzubringen, ne? Das fühle ich auf jeden Fall noch. Und dann habe ich aber mir auch einen wohlverdienten Feierabend verdient, so würde ich sagen, oder? Oh, warte. Oh, verkackt wieder. Oh, scheiße. Kann ich da übers Gemüse abbiegen? Ja, ja, ich kürze mal eben ab da übers Beet. Das merkt keiner. Wunderbar. Was sagt der Sprit? Also der Akku. Akku sagt Halbzeit. Das geht ja noch. So, dann einmal da lang. Und da ist der Laden doch wieder. Wir sind wieder zu Hause. Ist auch ein bisschen wie nach Hause kommen inzwischen, oder? Ups. Ach ja, ich wollte mal blinken. Habe ich schon wieder komplett vergessen. Das habe ich ja lange durchgezogen mit dem Blinken, ne? Also so eine halbe Folge oder so. Auftragssuche. Eine Waschmaschine. Es soll eine neue Waschmaschine angeschlossen werden. Benötigtes Werkzeug? Gar nichts. Ja, das kriegen wir wohl hin, ne? Dafür müssen wir eine Waschmaschine kaufen. Installation. Waschmaschine. 375. Das kann ja nur ein richtig gutes Gerät sein. Waschmaschine für 375 Schmeckels. Wo ist denn die jetzt? Im Inventar. Ich habe die Waschmaschine im Inventar. Okay. Die muss ich nicht im Auto transportieren. Die passt in mein Inventar. Die Waschmaschine. Während ich Fliesen im Auto transportieren muss. Leute, was ist denn los mit diesem Game? Wer hat sich das denn ausgedacht? Ja, nee, die Waschmaschine, die geht ins Inventar. Die kannst du auch zu Fuß durch die Gegend transportieren. Ist gar kein Thema. Ah, nee, Fliesen, das geht nicht. Da musst du mit dem Auto. Das geht nicht. Die sind zu schwer. Die gehen sonst kaputt. Die Waschmaschine, kein Thema. Eine Person eben ins Inventar. Fühlen wir. So, wo müssen wir lang? Ja, einfach geradeaus weiterfahren, bis der Kreisel kommt. Und dann gucken, dann orientieren wir uns gleich nochmal wieder neu, ne? Ja, ja. So machen wir das. So machen wir das. Miau. Im Kreisel einfach geradeaus durchfahren und blinkt irgendwas. Ich weiß nicht, was es ist. Wahrscheinlich ist das der Ort, wo die Spülmaschine hingestellt, die Waschmaschine hingestellt werden muss. Der leuchtet jetzt schon mal hell und uns führend. Ne, ist irgendwas anderes. Irgendwas Grafikfehler da vor sich hin. So, da sind wir doch schon wieder. Anhalten, aussteigen oder ganz entspannt eine Waschmaschine anbauen, hätte ich mal gesagt, ne? So, moin. Oh, erstmal umgucken, wie das in der Bude hier aussieht. Okay. Teppich.
Sitzsack. Oh, guck mal, der Garten ist ein bisschen befüllter, ne? Hochbeete, ein Sandkasten, aka Katzenklo. Eine Rutsche. Haben wir einen ordentlichen Flatscreen, nicht so ein altes Ding. Atari wieder, das kennen wir ja schon. Ja doch, das kennen wir jetzt schon wieder. Der Sitzsack war mir, glaube ich, neu, aber die Küche kennen wir auch schon. Da hat sich jemand inspirieren lassen von seinem Nachbarn oder so. Dann gehen wir mal runter in den kalten Keller. Und... uff. Jetzt wird hier richtig montiert. Krass, das war heftig, Digga. Und die Sicherung rausziehen, ne? Was man so macht, bevor man geht. So, tschüss. Ja, eben die Sicherung noch rausgedrückt, ne? Sicher ist sicher. Die soll sich doch freuen, wenn sie nach Hause kommt. Ist das Licht jetzt auch wirklich aus? Ja, ich habe alle Sicherungen rausgemacht. Wie gemein ist das denn? Na gut, okay, nichts wie weg hier, ne? Danke, war ein schöner Job bei Ihnen. Danke, habe ich gerne getan. So, Spielstand gespeichert. Meine Lieben, jetzt haben wir noch 3 Minuten. Es lohnt sich, glaube ich, nicht, den nächsten Job anzufangen. Deswegen fahren wir jetzt noch ganz entspannt nach Hause. Trinken da dann noch eben einen Kaffee und dann ist für diese Woche auch erstmal gut. Ja, ich würde sagen, eine Woche geht wohl noch. Es gibt noch ein paar Jobs, die wir noch nicht gemacht haben, wie Waschbecken anbringen und so weiter. Also wir werden, und wir haben auch noch nicht den Häcksler. Also wir müssen mindestens einmal alle Gerätschaften gekauft haben. Somit fühle ich auf jeden Fall noch eine weitere Woche. Aber ich glaube, viel mehr als das fühle ich dann auch schon nicht mehr, weil so viel wird hier, glaube ich, nicht mehr kommen. Um jetzt ehrlich zu sein. Ne? Winkt jetzt nochmal hier den gruseligen Pferden. Und dann machen wir uns auf nach Hause. So, einmal hier längs. Jups. Dann parken wir hier gleich vernünftig. So. Aussteigen. Die Frage ist, wenn wir jetzt hier an das Baumarktterminal gehen, was hier offensichtlich nicht hingehört oder nicht richtig texturiert ist oder was auch immer. Mal sehen, was brauchen wir denn noch? Wir haben 6.800 kostet der Gartenhexer. Seitenschneider, wir brauchen auf jeden Fall erstmal einen Maulschlüssel, einen Seitenschneider. Einen Tapezierpinsel könnten wir uns noch gönnen. Und danach brauchen wir noch den Gartenhexler, den Bautrockner und die Tauchpumpe. Und ich glaube dann, und den Bohrhammer noch. Und den Laminatschneider. Und ein Hochdruckreiniger. Man kann auch Hochdruckreinigern. Okay, das wird auch noch lustig. Also ein bisschen was kommt noch. Ich weiß jetzt nicht, ob der das jetzt gespeichert hat, dass ich das Zeug gekauft habe. I don't know. Wir finden es nächstes Mal raus. Oder ich schaffe es jetzt eben noch irgendwo ganz schnell eine Steckdose anzubringen. Warte mal eben kurz. Aufträge. Sicherungsautomat. Ja, easy. 1270 ist hier gleich um die Ecke. Das machen wir noch eben schnell. Müssen wir uns eben noch einen Sicherungsautomat organisieren. Da. 25 kostet das Ding. Dann machen wir eben die Mission noch schnell. Komm. Ist der im Inventar? Jawohl. Na dann los. Wo ist denn das? Okay, ist nicht weit. Die Mission machen wir noch als Abschluss für heute. Auch wenn der Hahn kräht. Wir machen kurz Überlänge. Wir bauen da eben ganz kurz noch den Sicherungsautomat an. Und dann soll es das für heute auch gewesen sein, gell? Und dann machen wir morgen munter weiter. Also nächste Woche für euch. Nein, gar nicht wahr. Für euch morgen, für mich nächste Woche. Jetzt habe ich es. Bin schon langsam ganz fertig hier. So, aussteigen. Rennen in die Bude. Wieder eine neue Wohnung. Ich habe jetzt leider keine Zeit, mich umzusehen. Nächstes Mal. Okay, was sollen wir machen? Hauptsicherung rausdrehen, also eine schöne Schraubesicherung. Herrlich. Wir brauchen den Schrauber. Schraub, 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 schraub. Ach, jetzt kommt die Hand. Achso. So. Schraub, 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 schraub. Ich verstehe es jetzt langsam. Hand rausziehen. Jetzt kommt das neue Stück. Hand rein. Schraub, 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 schraub.
Hand rein und schraub, 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 schraub. Und fertig. Ups. Verblendung dran, Hauptsicherung reinschrauben. Und fertig. Guck mal, so schnell kann man nochmal einen Dusi verdienen. So, meine Lieben, jetzt machen wir aber hier wirklich einen Break. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Oh, hier hängt aber sehr viel Post rum. Ich hoffe, ihr hattet soweit ein bisschen Spaß. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst meine Däumlein da. Kommentare und Feedback sehr, sehr gerne unter Video posten. Und ansonsten sehen wir uns dann gerne gleich im nächsten Part wieder. Bis dahin, euch viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.